eapo productions liest römische sagen heute aeneas in loderndem brand und blutigem kampfgetümmel war troja die herrliche stadt am ufer des flusses kamandros in den staub gesunken wer von den trojanern dem verderben entronnen war den traf das harte Los der Sklaverei bei den siegreichen Griechen. Und nur wenige fanden das Glück der Rettung. Unter ihnen war der trojanische Held Aeneas. In jener verhängnisvollen Nacht, kurz bevor die Vaterstadt durch Sinons Betrug und durch Odysseus List mit dem hölzernen Pferd so schrecklich unterging, erschien ihm in einem wirren Traum der gefallene Hektor. Der tote Waffengenosse mahnte ihn, eilig die bedrohte Stadt zu verlassen. Nimm deine Hausgötter, die Penaten, vom Altar und führe sie mit dir, denn es ist dir beschieden, in weiter Ferne eine neue Heimat zu finden.« Jäh, aus dem Schlafe erwachend, hörte Aeneas den Kampfeslärm der eingedrungenen Feinde. Er eilte auf die Straße, sah die Stadt brennen und in den Gassen die Leichten der Erschlagenen liegen. Jeder Widerstand erschien sinnlos. Aeneas stürzte ins Haus um seinen Vater Anchises, seine Frau Creusa und den kleinen Sohn Ascanius aus der brennenden Stadt zu retten. Der alte Anchises weigerte sich zu fliehen und wollte Trojas Zusammenbruch nicht überleben. Da fiel vom Himmel eine Flamme auf das Haupt des Knaben, ohne ihm das Haar zu versengen. Dieses Wunderzeichen überzeugte den Greis, daß die Götter ihn zur Flucht mahnten, und willig ließ er sich, die Hausgötter im Arm, vom Sohn Aeneas auf die Schultern heben den greisen Vater auf dem Rücken, seinen Sohn Ascanius an der Hand, gefolgt von seinem Weibe Creusa, so entkam Aeneas dem Brande seiner eroberten Vaterstadt. Venus, die göttliche Mutter des Helden, bahnte ihnen den Weg durch die vom Kampfgetümmel erfüllte Stadt. In dem Gewirr der brennenden Gassen verlor Aeneas seine Frau Creusa aus den Augen, und es gelang ihm nicht mehr, sie wiederzufinden. Mit den wenigen überlebenden Gefährten, die sich auf der Flucht um ihn scharten, gelangte Aeneas an das Gestade des Meeres. In einer kleinen Hafenstadt am Fuße des Idagebirges zimmerten die Flüchtlinge sich eine Flotte, und Aeneas trat mit ihnen den bitteren Weg in die Fremde an, um die Heimat, die ihm verheißen war, zu suchen. Im Tempel Apollons auf der Insel Delos flehte Aeneas um Rat, und der Gott wies ihnen das Land Italer, das von seinen Bewohnern Italien benannt wurde. In diesem Lande der Verheißung sollte Aeneas mit den seinen einen neuen Wohnsitz bauen. Es wurde für die Troer sehr schwierig, die Fahrt in die neue Heimat glücklich zu beenden. Lange irrten sie umher mancherlei abenteuer hatten sie zu bestehen und viele der tapferen gefährten büßten bei den schweren mühsalen der seereise das leben ein auch seinen alten vater mußte aeneas unterwegs begraben als die flüchtlinge endlich der verheißenen küste nahe waren erhob sich ein furchtbarer sturm und verschlug sie an den strand nordafrikas die seefahrer gingen an land um es zu erkunden von einem Hügel aus sahen sie in der Ferne eine prächtige Stadt, die sich mit gewaltigen Mauern und einer festen Burg zum Himmel erhob. Es war Karthago, die neue Stadt, denn erst vor kurzer Zeit hatten phönizier aus Tyros und Sidon Flüchtlinge wie Aeneas und seine Landsleute sie gegründet. Die Königin dieser eingewanderten war die schöne Dido, die mit klugem Sinn und starker Hand das Geschick ihres Volkes lenkte. Sie gewährte den Schiffbrüchigen die erbetene Hilfe und bot ihnen gastfreundliche Aufnahme. Es währte nicht lange, da entbrannte die schöne Königin in so heftiger Liebe zu dem Helden Aeneas, daß er den Schmerz um die verlorene Heimat, die erlittenen Mühen und das Land Italien vergaß, indem er nach dem Geheiß der Götter der Begründer eines neuen Volkes werden sollte. Da rief Jupiter, der höchste der Götter, seinen Boten zu sich, seinen Sohn Merkurins. Eile hinab zur Erde und erinnere den pflichtvergessenen Aeneas an seine Aufgabe. Nicht darum habe ich ihn aus den Nöten des Krieges und der langjährigen Irrfahrt errettet, damit er hier nun als Sklave eines Weibes lebe. Erinnere ihn daran, daß ich ihn zum Stammvater eines Volkes berufen habe, dem ich die Herrschaft über die Erde geben will. Die göttliche Botschaft, die Mercurius überbrachte, riss Aeneas aus seinem Liebestraum. Als er sich von seiner Bestürzung erholt hatte, rüstete er sogleich alles zur Abfahrt. Voller Verzweiflung sah Dido, dass der Geliebte sie verlassen wollte, und als er trotz ihres Flehens mit seinem Getreuen heimlich davonfuhr, erschien ihr das Dasein nicht mehr lebenswert. Sie ließ einen Scheiterhaufen errichten und gab sich selber mit dem Schwert ihres treulosen Geliebten den Tod. Aeneas landete mit den Gefährten an Italiens Westküste, nahe der Tibermündung, in der Landschaft Latium, die vom König Latinus beherrscht wurde. Dieser fand Gefallen an den Fremden, deren Führer göttlicher Abkunft war und die so herrlicher Kriegsruhm zierte. Er nahm sie gastfrei auf und gern gewährte er ihre Bitte, im Lande bleiben zu dürfen. Einer alten Weissagung eingedenk, versprach König Latinus, seine Tochter, die schöne Lavinia, dem Helden Aeneas zur Frau zu geben. Doch eifersüchtig und voller Rachegefühle blickte Turnus, der König der benachbarten Rutula, auf den Nebenbuhler, der ihm vorgezogen wurde. Turnus war vorher mit Lavinia verlobt gewesen, und die Mutter Lavinias stand auf seiner Seite, und sie säte Misstrauen zwischen Aeneas und ihrem Gatten Latinus. Ein schwerer Krieg entbrannte. Es gelang Aeneas und seinen Troern mit Hilfe der Götter die Latiner und Rutula zu besiegen. König Turnus wurde von Aeneas im Zweikampf getötet. Nach der Versöhnung mit König Latinus gewann Aeneas die schöne Lavinia zur Frau. Er baute eine Stadt, die er ihr zu Ehren Lavinium nannte. Latinus setzte den troischen Helden zu seinem Erben ein. So wurde Aeneas König in Latium, und nicht lange währte es, da waren Troer und Latiner in einem Volke aufs engste verbunden. Deshalb konnte Inherst dem neuen Kriege, zu dem die Rutuler rüsteten, ohne Besorgnis entgegensehen. In ihrem hartnäckigen Hass auf die Eingewanderten waren die Rutuler nicht bereit, die Niederlage, die sie erlitten hatten, hinzunehmen. Sie verbanden sich mit den benachbarten Etruskern, und bald standen die feindlichen Heere drohend an der Grenze des neuen Staates. Auch in diesem Krieg blieben die Latiner und Troer siegreich. Doch sie hatten einen schweren Preis dafür zu bezahlen. Der Sieg kostete sie den Tod ihres geliebten Königs. Aeneas wurde von dem reißenden Strom Numikus, der über die Ufer getreten war, mit fortgerissen und nie wieder gesehen. Sein Volk erwies dem unsterblichen Helden göttliche Ehren und machte seinen Sohn Ascanius, der nach seiner troischen Heimat Ilion den Namen Ilos und bald darauf Iolus trug, zum König. Unter seiner weißen Herrschaft kam endlich der Friede zwischen Latinern und Etruskern zustande. Fortan bildete der Tiber die Grenze zwischen den beiden Völkern. Die Stadt Lavinium entwickelte sich zu herrlicher Blüte und wuchs so mächtig an, dass ihre Mauern in kurzer Zeit nicht mehr die Menge ihrer Bewohner fasste. Da überließ Iulus die von Aeneas gegründete Stadt Lavinium seiner Mutter Lavinia. Am Fuße der Albanerberge erbaute er eine lange weiße Stadt, Alba Longa. Über 300 Jahre haben hier seine Nachkommen als Könige über die weiten Landschaften in der Flussniederung des Tiber geherrscht.